Lady Vidok. Ich weiß nicht, ob er mich gut hört. Wir fahren heute ohne Dach, also mit dem Targa weg. Und wir nehmen heute auch mit der Action Cam auf, weil die einfach ein bisschen mehr Raum aufnimmt. Und es ist schon witzig, mit der Corvette zu arbeiten. Ja, ich hatte schon mit dem Cadillac immer, verdient man so gut. Und jetzt fahren wir Corvette. Und man fragt mich jetzt erst recht. Also da sind die Reaktionen so heftig teilweise, dass ich so Sachen sage wie: Was? Verdient man so gut? Dann steige ich um. Ich verdiene nicht so viel. Ja, sehr, sehr coole Reaktion, nur positive Reaktionen. Keine komisch dummen Fragen, wie zum Beispiel, wie viel braucht der? Oder ist das sozial vertretbar? Also wirklich, wirklich mega nice. Aber ich muss dazu sagen, man kommt so scheiße aus diesem Auto raus, dass das nicht so viel Spaß macht, tausendmal auszusteigen. Aber das Fahren selber macht es dann wieder wett und wieder in Ordnung, wo man dann sagen kann, okay, ist in Ordnung, ich kann damit leben. Nee, ist schon cool, macht schon Spaß. Der Sound ist einfach so mega. Schade, dass heute so wenig unterwegs sind. Aber ohne Dach ist es nochmal krasser. Ohne Scheiß. Unbezahlbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse total, wo ich hin muss. Wenn da so Häuser links und rechts stehen, dieser Sound, das kann man nicht beschreiben, das muss man selber fühlen. Es gibt nichts, also der Cadillac hat ja schon einen krassen Sound, ja, so wirklich einen heftigen Sound, aber das hier ist einfach eine andere Welt, wirklich ohne Scheiß. Das versetzt jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht. So, gut. Köpfchen benutzen. Wo müssen wir hin? Oh, das ist schon echt sexy, das Auto hier. Wahnsinn. Also ich bin ganz ehrlich, das wäre wirklich, wirklich, wirklich ein Auto für mich. Ja, wenn ich das Geld hätte und ich sagen müsste, ja, mir ist es wurscht, ich würde sofort dieses Auto hier kaufen. Weil das wirklich, wirklich unglaublich Spaß macht. Auch so mit Schaltung, ja, das ist schon geil. Man muss sich dran gewöhnen, definitiv, wenn man die ganze Zeit nur Automatik fährt und so, aber mit Schaltung kannst du halt Sachen machen, die du mit Automatik halt nicht machen kannst. Wir fahren heute schon zum dritten Mal an der Polizei vorbei. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich im Verbrecher bin oder sowas, obwohl ich nichts verkehrt mache. Ich benehme mich, ich bin angeschnallt, ich fahre anständig, ich überschreite keine Geschwindigkeitsregeln oder sonst was und das Auto ist Serie, also da ist nichts irgendwie verändert oder sowas. Aber trotz all dem habe ich das Gefühl, man müsste mich anhalten. Vielleicht wünsche ich mir das insgeheim. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich das Leben gerade so sehr genieße, dass es schon unverschämt ist. Das kann sein. So, es ist ein bisschen windig. Wir können mal ausprobieren, wenn wir die Seitenfenster hoch machen. Also man ist hier unten eigentlich gut eingeschottet. Ja? Also wenn ich hier runtergehe, ich spüre eigentlich nichts vom Wind. Aber es fühlt sich trotzdem an, als würde ich in einem Cabrio sitzen oder so. Also das ist schon geil. Wenn ich das Fenster runter mache, dann fühlt es sich mehr an, wie wenn man in so einem typischen Cabrio sitzt. Also sprich, man hat mehr Wind im Innenraum.
Das ist schon cool. Schon cool. Es könnte voll taugen. Meine frühe Tour ist natürlich voll am Arsch, aber. Shit happens. Ach ja. Ich werde das Auto vermissen. Wirklich. Ich werde es vermissen. Das macht schon unglaublich Spaß. Man kann trotzdem auch sparsam fahren und gemütlich fahren. Das ist schon cool. Alter, das ist schon mega geil. Das Einzige zum Arbeiten ist nicht taugt eigentlich. Und auch nicht als Daily Driver, weil irgendwann hast du es satt, dass alles so hart ist und nicht so bequem ist wie in unserem Cadillac. Das hat man irgendwann genug davon. Aber wenn man ab und zu mal im schönen Wetter wie heute fährt, ich glaube, gibt nichts Geileres. Echt nichts Geileres. Und dann einfach hier so vor sich hinfahren, genießen und ab und zu mal einen Gang runterschalten und aufs Gas geben. Boah, sexy einfach. Das macht schon echt Bock. Ich liebe das. Das werde ich vermissen. Vorwärts schiebt, hat man nie das Gefühl, wenn man sich übertreibt, dass man ja gleich einen Unfall baut oder so. Ja, das ist echt gut. Echt gut. Es macht schon Spaß, aber man. Aber geht schon. Solange ich im Auto sitze, wird keiner fragen, wieso sieht der so aus. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt schon gefahren sind. Ich hätte mal eh mal resetten müssen, aber ich glaube, wir sind so 300, 200 Kilometer gefahren und wir haben jetzt ungefähr ein Viertel Sprit verbraucht. Das ist gut. Das ist echt gut. Yeah, keep it! Woohoo! Da denkt man so, boah krass, die letzten paar Jahre waren so ätzend und so anstrengend und jetzt darf man mal sowas fahren und dann sagt man, okay, alles vergessen, danke für dieses Erlebnis. Das ist, sobald man Gas gibt, alles hinten, alles fliegt weg. Das ist echt, echt cool. Also dafür lohnt sich das alles, wenn man mal wirklich jeden Tag 10, 12 Stunden arbeitet
und einfach kein Ende sieht und ja, irgendwie ja, alles so anstrengend ist. Das ist schon cool. Ah, schön. Einfach lecker. Wahnsinn. Auch dieses Brabbeln, ja, wenn man vom Gas geht und der rollt dann so ein bisschen so vor sich hin. Also, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Boah, das ist so geil. Echt immer. Ja, das bei den meisten Autos ist es so, geht man vom Gas runter, ist der Spaß vorbei. Hier fängt der Eis ab. Das ist schon geil. Schön. So. Okay. So an seinen Sound ersäuft, ja. So. Schon geil. Ich bin das nicht gewohnt. Ist immer mein Blut erstmal irgendwo im Hinterkopf und ich muss erstmal wieder mein Blut in den vorderen Kopfbereich bewegen. Das ist so krass. Weil richtig wie vorne bis das Gesicht taub wird. Oh, Golfanlage. Hier sind lauter reiche Leute. Für heute, also noch nicht ganz, wir gehen jetzt hier noch eine Runde laufen. Na guck mal, hier ist er. Ja. Hier würde ich eigentlich nicht stehen. Stellen wir uns unten hin. Da vorne habe ich mal gearbeitet. Die haben mir gekündigt, weil ich mal krank gewesen bin. Eigentlich müsste man mit dem Auto vorfahren. Später vielleicht. So. Ah, machen wir mal aus. Geil, wie. Es gibt so gut wie keinen, der nicht guckt. Ohne Scheiß. Egal ob alt oder jung. Das ist schon faszinierend. Wie uns ein Auto definiert. Eigentlich traurig. Darf eigentlich nicht sein. Naja.